Hallo zusammen, willkommen zurück bei 7 Days to Die. Der Tag nach der Hortennacht, er ist da und wir haben gesagt, wir ziehen um. Aus einem guten Grund ziehen wir um. Wir sind momentan in einer relativ kleinen Stadt, wo es halt wenig zu looten gibt. Dann hatte mir der Robert geschrieben, was ich halt noch überhaupt nicht wusste, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Es gibt ja den Loot Stage und den kann man einsehen, indem man hier auf seinen Charakter geht. Auf die Diagrammanzeige hat man hier das Beutestadium. Momentan haben wir das 18. Das stellt sich zusammen aus unserem Level und bestimmte Bonisse, welche Biome geben, welche von den Gebäuden kommen und welche von Items kommen. Und das heißt, wir befinden uns hier im Waldgebiet, eines der leichtesten Gebiete, wo es keinerlei Bonus gibt. Dann waren wir auch in der Stadt unterwegs, die nur ganz normale Tier 1, vielleicht maximal ein Tier 2 Gebäude hatte, also auch nichts Besonderes. Es gibt dort wirklich sehr wenig Bonus. Und von daher habe ich mir jetzt überlegt, wir werden umziehen. Wir werden jetzt in das Schneegebiet fahren. Wir haben jetzt auch dort schon die Markierung. Wir hatten dort auch eine Handelsroute zur Eröffnung bekommen. Das machen wir und wir werden uns dort jetzt einrichten. Das heißt, wir werden komplett umziehen. Ich habe schon mal das Nötigste mitgenommen und ja, ich fahre dann einfach noch ein, zwei Mal mit dem Rad hin und her, bis wir alles Wichtige unten haben. Warum? Was bringt das? Das Schneebiom hat jetzt alleine den Loot Stage Bonus von plus 20 und nochmal plus 100% auf unserem Level. Das würde bedeuten, dass wir jetzt nicht nur, ich muss mal ganz kurz gucken, wo es lang geht, nicht nur Level 18 wie bisher haben, sondern alleine unser Level 17 würde sich verdoppeln, das heißt auf 34, und dann bekommen wir noch mal plus 20 dazu, das heißt, dann sind wir schon bei Loot Stage 54 angekommen. Das ist natürlich enorm, das ist ein großer Unterschied. Okay, ja. Und sollten wir dann noch in den Tier 3 Gebäude kommen, wow, sage ich da nur, dann geht die Post richtig ab. Und das Ganze lässt sich dann nochmal mit verschiedenen Items. Ich muss da selber ganz kurz gucken. Ich habe mir da gerade eins mitgenommen. Hier den Augenschmaus. Der bringt nochmal Beutebonus plus 5 und plus 10%. Und dann gibt es ja noch diese Nerdbrillen, die dann auch nochmal einen Beutebonus bringen. Also das alles zusammen plus Schneebiom. Ich denke mal, da finden wir dann endlich die guten Waffen, guten Ausrüstungsgegenstände. Besser geht es natürlich nur noch im Wasteland, aber da traue ich mich momentan noch nicht hin. Also, wir sehen uns gleich im Schneebiom wieder. Natürlich war es jetzt keine gute Idee, hier mit dem Rad direkt reinzufahren. Direkt hier von einem Geier begrüßt worden. Wir schauen mal ganz kurz. Wir haben jetzt den Beutebonus 18. Hier vorne liegt nämlich schon Schnee. Wir fahren jetzt mal weiter. Auch wenn gleich ein zweiter Geier kommen könnte, aber dann ist es halt so. Okay, es ist natürlich sehr gefährlich. Da sehen wir schon den großen Hund. Jetzt gucken wir nochmal eben. Beutebonus. Jetzt sind wir schon bei 59, nur weil wir hier alleine in Schneebiom reingefahren sind. Also von 18 auf 59 gesteigert. Boah, gib Gas mit deinem Rad hier. Ja, das macht doch Spaß, sag ich mal. Das ist schon alles etwas gefährlich und so soll es auch sein. Wir sind hier in der Apokalypse unterwegs und nicht auf dem Kindergeburtstag. Ui, vielleicht sind Schlingern geraten. So, würde ich sagen, wir steigen mal ab. Oh, da hängen wir fest hier.
Haben wir uns schon im Schnee festgefahren. So, pass auf, wir steigen mal ab. Wie sieht's aus? Ganz okay. Ich würde sagen, als allererstes bauen wir uns mal ein Bett. Oder einen Schlafsack, nannte sich das ja. So, Schlafsack, da brauchen wir Pflanzenfasern. So, 10 Pflanzenfasern, Schlafsack. Bauen wir ihn und ich würde sagen, den packen wir auch gleich hier vorne hin. Sicher, sicher, später tun wir den dann wieder wegpacken. Ja, bäm, mitten auf der Straße hin. Baseballschläger. Und dann gehen wir hier mal auf Suche. Wollen wir gleich mal Richtung Händler gehen? Da haben wir wenigstens schon mal ein Ziel. Oder komm, wir nehmen uns einfach das Fahrrad und fahren mal die Straßen ab. Dann sehen wir erstmal, was es hier für Gebäude gibt. Ist das natürlich auch für euch mal interessant. Auch ein schönes Haus. Jetzt sagt bloß, Bären machen auch die Zombies platt. Ich dachte, die verstehen sich, diesen Best Friends, aber nix da. So, guckt man doch einfach mal rum. Was für eine Base hier in Frage kommt. Auch wenn wir jetzt ein gutes Haus nehmen müssten, nützt ja nichts. Hier haben wir das Hotel, das kennen wir. Oha, dicker Bär am Eingang beim Händler. Das ist übel. Das ist übel. Da ich jetzt aber sehr beladen bin, will ich da jetzt auch gar nicht großartig ein Risiko eingehen. Ah, Buchladen, sehr schön, Kreckenbuch. Den gibt es hier auch. Gas geben. Ja, das sieht interessant aus. Was ist denn das? Ach nee, hat zu viele Fenster. Zu viele Fenster. Ich will jetzt auch nicht so ein gutes Loot-Gebäude blockieren. Das muss jetzt auch nicht sein. Wir gucken mal. Eigentlich muss es ja nicht mehr viel aushalten. Es soll uns ja nur als Unterschlupf dienen. Und ich sag mal, wir werden ja so gut wie kaum angegriffen. Big Buns. Was ist denn das? Eine Bar. Schnell wieder raus hier. Meine Fresse, das kann was werden. Das hier sieht gut aus. Obwohl, ist schon kaputt, aber das könnte man notfalls reparieren. Ist aber sehr weit weg vom Händler, sehr weit weg. Und wir wollen ja gerne Mission machen.
Ich hatte auch schon mal dran gedacht, vielleicht so einen Tank zu nehmen. Meter ist der Händler jetzt entfernt. Das hier macht einen guten Eindruck, obwohl hat auch schon ein paar Löcher in der Wand. Ah ne, ist zu groß. So eine Art Fabrik. Tankstelle, zu viel Fenster. Ah, ihr merkt schon, ich bin sehr wählerisch. Ich meine, wir könnten uns auch komplett ein eigenständiges Haus hinsetzen, wäre auch kein Problem. Warte mal, das hier hinten sieht interessant aus. Ist zwar jetzt nur so ein einfacher Wohnwagen. Keine Ahnung. Wir haben nichts gemacht. Er ist einfach nur gestorben. Drüben. Ach, es hat auch ein Loch in der Wand. Das gefällt mir alles nicht. Das ist ja nicht ohne hier. Ja, jetzt wäre zu Hause. Das hier alles wegreißen. Hier hat man eine schöne Eingangstür. Das wegreißen, ich denke mal, das könnte mir gefallen. Sieht massiv aus. Fenster sind auf einer guten Höhe angebracht. Und den Rest, den könnte man wegreißen. Ja, dann gucken wir hier mal direkt rein. Bevor wir was looten und richten uns hier mal ein. Aber hier eine Hundeboxe. Gruselig. Gut, gut, gut. Oh, wir sind verseucht. Hatte ich jetzt komplett übersehen. Geht ja schon gut los. Ja, bringt nicht viel, wa? Wenn wir schon Krach machen. Komplette Küche hat man schon eingerichtet. Okay, mehr gibt's hier wohl nicht. Na gut, was zum Looten? Sache. Ich glaube, hier können wir echt was Schönes draus bauen. Hier haben wir noch eine direkte eine Garage. Gefällt mir wirklich gut. Ja, dann lasst uns mal hier drin aufräumen. 9 Uhr, wir haben eigentlich noch viel Zeit, die Gegend zu erkunden, aber wir machen hier erstmal alles sicher. Beziehungsweise, wir setzen erstmal unsere Kisten, sodass wir unser ganzes Inventar leer machen können. Hier haben wir ein Bett, Rucksack. Ich überlege gerade, wo ich die Kisten mal hinsetze. Küche. Ja, hier könnten wir so Arbeitsbereich machen. Fernseher lassen wir an der Wand. Bücherregal können wir auch stehen lassen. Tisch, Lampe, Sofa. Sieht echt gemütlich aus. Könnte man echt fast lassen. Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber wo geht's denn hier hin? Hier ist doch noch das Bad. Ach ja, wir müssen ja noch so einen Block setzen. So einen Gebietsschutzblock. Wow, Waffentasche. Thank you.
Also Kisten an der Wand mag ich eigentlich überhaupt nicht. Von daher kommen die bei mir immer auf den Boden. Ich gucke bloß gerade mal. 1, 2, 3. Hier hinten, weiß nicht, wie wir das am besten machen. Also das sieht gut aus hier. So Kisten übereinander gestapelt. Erstmal alles rein. Jetzt gehen wir noch mal ins Rad draußen. Da habe ich noch ein bisschen Baumaterialien mitgebracht. Kann ich euch sagen, das ist echt eine Herausforderung, was ich mir vorgenommen habe. Nicht ohne. Direkt eine schöne Stahltür. Besser geht's doch gar nicht. So, Baumatz. Wir haben gesagt, wir brauchen so einen Block und einen Bett, Schlafsack. Wir brauchen wieder Pflanzenfasern, verdammt. Hier rennt doch schon wer draußen rum. Drüben. Da drüben, da haben wir schon ein Hühnchen. Ist auch gut. Ich glaube, der will zu uns. Meine Fresse. Ja, wir brauchen hier unbedingt Schusswaffen. Springen kann er. Gucken wir mal. Welche Farbe nehmen wir denn? Welche Farbe? Grün. Die Farbe der Hoffnung. Die Farbe der Hoffnung. Den packen wir erstmal hier in den Gang. Geht nicht? Warum geht's nicht? Geht's nicht? Da geht's. Okay, ich hatte mich hier nur gerade gefragt, woran wir erkennen, ob dieser Rucksack aktiv ist oder ist immer der letzte aktiv, den wir setzen. Gut, Rucksack, jetzt wollten wir noch diesen Block bauen. Da brauchen wir Steinhammer fertigen. Dauert 30 Sekunden. In der Zeit räumen wir schon mal etwas hier drin auf. Oh, dass wir nicht ganz so viel Krach machen. So, lasst uns jetzt mal gucken, wenn wir hier in dem Haus drin sind, nach unserem Loot Stage. Der ist jetzt 63. Also das hat sich schon enorm erhöht. Wir müssen hier zubauen.
Das klingt nach Hund. So, das müsste doch jetzt leer sein. Ich dachte schon, der erste Besuch und es ist vorbei. Und wir haben die ganze Munition ausgeladen. Uiuiui. Dass er natürlich nicht umsonst gestorben ist, tut man auch gleich abluden. Ja, wir müssen erstmal hier uns in der Stadt etwas zeigen, dass ein neuer Chef in der Stadt ist. So, wo packt man den mal hin? Vielleicht ins Bad oben an der Decke? Naja, an der Decke passt er nicht wirklich. Sagen. Ja, wo stellen wir den jetzt mal hin? Das ist aber auch wirklich schwer heute. Auf, dann packt man erstmal hierher. Nützt nichts. Oder oben aufs Dach. Es wird ja keiner aufs Dach hochgehen und den kaputt machen. Das heißt, wir nehmen uns mal noch ein paar Frames mit, dass wir aufs Dach hochkommen. Schicki, schicki. Hat er uns jetzt gesehen? Was ihr mir mal sagen könnt, ob die Geier jetzt auf diese Geschichte Gebietsschutzblöcke losgehen, ansonsten werde ich den hier oben noch mal einbauen. Aber wenn die einfach ignoriert werden, dann können wir die hier oben einfach stehen lassen. Aktiv zum Benutzen E drücken. Ja, der ist natürlich groß. Das ist auch gut so. Ganz leise wieder runter. Ja, nützt nichts. Nützt nichts, wir müssen den platt machen. Brauchen hier noch Verteidigungsmauer. Lässt du meinen Grill in Ruhe?
Hopfen. So, wir waren hier stehen geblieben. Jetzt ist die Frage. Das würde ich gerne lassen. Ja, ich weiß, ich muss wieder raus, aber das würde ich gerne lassen, das Rollo. Das hat irgendwas. Gucken mal, dass wir hier draußen einen Block reinsetzen. Warum sitzt denn da Nase? Tut mir ja leid. Aber auch wir haben Hunger. Das muss weg. Sehr schön. Dann können wir den jetzt noch aufwerten. Wir brauchen Pflastersteine. Ach, das ist ja blöd. Jetzt haben wir hier so einen hohlen Block reingesetzt. Das war dumm. Wisst ihr, einer, wo man durchgucken kann. Bringt ja nichts. So wird ein Schuh draus. Was ist denn das nun? Ist das Holzrahmen oder Eisenrahmen? Sieht aus wie Eisen, aber ist keiner. Aber jetzt haben wir doch hier noch einen Fensterrahmen. Nein, der schöne Rollo. Also ich mache es ja erstmal ganz normal zu, dass wir es eventuell später wieder aufnehmen können. Ist einfach erstmal für den Sichtschutz gedacht. Das hier noch. Okay, dann müsste erstmal alles dicht sein. Gucken wir nochmal. Alle Fenster erstmal verschlossen. Wir wollen natürlich auch ein Feuerchen machen hier drin. Und ein bisschen Krach, wenn es geht. Sehr schön. Gut, würde ich sagen, unser Zuhause ist gefunden. Ich würde mich jetzt erstmal hier von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt auch Spaß auf Meer. Es wird hier sicherlich heiß zur Sache gehen. Und ich habe da schon richtig Lust drauf. Vor allen Dingen, wir haben ja noch nicht mehr gelootet hier. Ich werde jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich schon mal loote. Na, wartet mal. Wir gucken mal wenigstens ins Bücherregal gemeinsam. Lass sie an, direkt ein Buch gefunden, Nadel und Faden, Staubmäntel, die Schwierigkeit liegt darin, einen guten
gut aussehenden Staubmantel hinzubekommen, der dich in der Hitze kühl bleiben lässt und in Kälte auch nicht schlecht abschneidet. Okay, ich würde hier mal etwas umräumen hier drin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hoffentlich. Macht's gut!